Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder aus dem HoYoLab mit neuen Urgestein-Aktionen. Dazu will ich dann am Ende noch was sagen zu den Urgestein-Aktionen allgemein im HoYoLab. Aber zuerst will ich euch natürlich die beiden Aktionen vorstellen. Es gibt aktuell zwei Urgestein-Aktionen, wo ihr im HoYoLab noch was gewinnen könnt. Ihr habt noch nicht mehr lange Zeit. Es ist auch tatsächlich schon ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und zwar gibt es hier einmal die Urgestein-Belohnung für Märchenland-Fotografen. Hier gibt es drei Aufgaben. Machen bei der Segnung eine Fotos von zwei verschiedenen Arten von Origami-Bewohnern und die Fotos dann im Kommentarbereich teilen. In der Konstellationsmetropole Aufgabe 2 mit der Lieblingsfigur ein Gruppenfoto mit zwei verschiedenen Bauklotzfiguren und das Foto im Kommentarbereich teilen und im zerbrochenen Meer eine beliebige Minenarbeitermaus fotografieren und das Foto in die Kommentare posten. Alle bekommen eine Dekoration von Navia fürs HoYoLab und 200 Leute werden zufällig ausgewählt und bekommen 160 Urgesteine. Ihr habt noch Zeit bis zum 31. Juli nachmittags, also nicht mehr lange. Genau. Und ja, das war's hier dann eigentlich auch tatsächlich schon. Dann haben wir die zweite Aktion hier, ein fantastisches Märchenabenteuer. Nimm an der Erstellung von Märchenbüchern teil und gewinne Urgesteine. Das Ganze geht noch bis zum 18. August, also hier hat man noch ein bisschen länger Zeit. Hier gibt es die erste Aktion. Hier muss man ein schwarz gefärbtes Papiertier auswählen und erraten, um welches Tier es sich dabei handelt. Das ist relativ einfach. Man kann hier zum Beispiel den Papierfrosch nehmen, das Eichhörnchen, den Hamster, whatever. Also ist ja wirklich eine Menge zur Auswahl. Und auch hier werden wieder 200 Leute ausgewählt, die dann 160 Urgesteine gewinnen. Aktion 2 ist ein Fotoschießen. Suche basierend auf den Fotoschnipseln von Villager nach einem im Spiel nach den ursprünglichen Aufnahmeorten der Fotos und nimmt Fotos erneut auf. Also einfach ein Foto machen quasi von Simulanka oder in Simulanka. Auch hier 200 Leute zufällig 160 Urgesteine. Und dann gibt es noch den Märchen-Bauklotz. Verwende das Vorlagenwerkzeug vom HoYoLab und erstelle deine Bauklotz-Puppe. Veröffentliche einen Beitrag unter dem Thema Märchen-Bauklotz. Einfach draufklicken, dann kommt man automatisch in die Rubrik, wo man es erstellen kann, um dein Bauklotz-Werk zu teilen. Und das hier ist so ein Beispiel. Genau, und auch hier 200 Leute, die zufällig 160 Urgesteine gewinnen können. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Hier ist es glaube ich so, dass es dreimal 200 Leute sind, die 160 gewinnen können. Nicht insgesamt, also das hoffe ich zumindest. Aber es steht auch nichts Gegenteiliges da. Hier sind es aber wirklich insgesamt nur 200 Leute. Aber auf jeden Fall nehmt noch so schnell wie möglich an beiden Aktionen teil, falls ihr das wollt. Die Gewinnchancen sind natürlich nicht sehr hoch, aber der Aufwand, um teilzunehmen, ist jetzt auch nicht besonders hoch. Also von dem her, warum nicht mitnehmen? Und ja, damit sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer sehr über ein Like, Kommentar und noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.